Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Firewatch. Und wir müssen den Turm reparieren, hier ein bisschen aufräumen. Hatten gerade einen seltsamen Talk mit unserer Chefin, die uns irgendwie zeichnet. Wir haben eine kurze Hose an, das stimmt doch gar nicht. Egal. Und wir müssen über Bretter suchen, ne? Das ist der Quest today. Suchen unten nach Brettern für das Fenster. Und ich bin halt am Überlegen, was das jetzt für ein Konglomerat ist, dem wir hier ausgesetzt sind. Das sind Bretter in Form von unserem Klohäuschen. Was wir für ein Konglomerat hier ausgesetzt sind an Begegnungen, Indizien. Ja, also der Typ mit der Taschenlampe waren sicherlich die beiden Mädchen. Sicher nicht. Und wir haben auch sicher nicht das Zelt verwüstet. Wir können auch die Steine nehmen, oder? Hier liegt irgendwas. Da ist ein Brett. Nehmen. Besorg mehr Bretter. Jo, ist ja gut. Haben wir eine Axt? Nee, ne? Sind wir hier in Forest? Warum Brett? Also. Ich bin ja nicht überzeugt von dieser Girl-Theorie, ne? Wir haben noch ein Brett. Ach Gott, sind wir gut. Und, irgendwie spielt dieser Fremde da eine Rolle. Und dieser Fremde, bei allen Hinweisen, die wir bisher bekommen haben, würde ich fast tippen, dass das Papa oder Sohnemann Goodwin ist. Ne? Hey, wir haben noch ein Brett. Ja, das ist also die Goodwins, vermute ich mal, sein könnten, die ja vor uns diesen Turm belegt hatten. Egal. Also, egal, natürlich nicht. Ich denke, ich spitze die. Aber ich kann es halt nicht auflösen. Und wir brauchen noch ein paar mehr Indizien. Ja, und? Bretter anbringen. Wir brauchen halt noch ein paar mehr Hinweise, ne? Dass wir da irgendeinen Schluss ziehen können. I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. Genau so. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, wir sitzen bis zum 1. September und gucken nach Smoke. Aha. Ah, wir können sie anfunken. Geh jetzt mal rein. Also, die ist ja von morgens bis abends sehr, sehr überschwänglich gelaunt. Das ist die Two Orks Karte. Ich gucke da jetzt nochmal drauf. Wir können nochmal drüber reden. Death Mountain. Acid Lake. Ja, da wo wir gestern waren, da ist jetzt kein Hinweis auf der Karte. Und da ist ein Ort, Village. Tooth Point. Da oben, waren wir da oben an diesem Tooth Point schon? War wahrscheinlich, war der ganz links oben in der Ecke. Iron Fortress, klingt auch noch interessant. Was das wohl sein könnte.
Treasure Chest, Tavern River, Goblin Cave, Goblin Cave, Moment, ist hier, da ist ein Goblin Cave. Das ist eine Höhle. Dann ist da auch noch eine Höhle. Ne? Das hier sind unsere Höhlen. Eins, zwei, haben wir noch eine? Okay, und so macht er das noch eine Höhle. Climb Check required Tavern Fortress. Org Point. Gut. Ach Quatsch. Ja, ach, wir können auch so anrufen. Also, Brian hat diese Karte gezeichnet. Yeah, that fantasy map from before looks like it was made by Brian Goodwin. The handwriting matches everything in that folder I found. Schulordner? Maybe it just fell out a while back? I guess. Also, von Brian ist das hier Kaffeekanne. Gab es sie schon immer? Nehmen. Fallen lassen, untersuchen. Wie steht es denn mit der Option Kaffee machen? Bleichmittel. Also, ich sage mal, Bleichmittel. Lässt mich immer noch nachdenken. Wir haben ein bisschen rumgeräumt, offensichtlich. Hier hängen Klamotten von uns. Wir haben die Socken gewaschen. Hier sieht es wieder anders aus. Sowas mag ich ja, ne? Wenn die sich da Mühe geben. Unsere Mütze. Nehmen. Das ist unsere Korean Veteran Mütze. Und wir wissen ja, dass Ned Goodwin im Krieg war. Aufsetzen. Dann ist auch wieder ran. Whisky nehmen, Tasse nehmen. So, wann können wir die nehmen? First Service. Benutzt Department of Agriculture. Und wir tun sie zurück. Jetzt unser Manuskript können wir leider nicht. Es geht um die Leila. Es ist ein Tagebuch, das wir da schreiben. Think today is going to be normal. Also, die Leila is having a hell of time getting the communication wire fixed. Okay, das ist das, was wir da alles aufschreiben. Zerbrochene Fensterscheibe, Bretter anbringen, haben wir ja gemacht. Haben wir hier aufgeräumt? Sah das schon immer so aus? Packen wir es an. Nee, ne? Ja, packen wir es an. Also packen wir es an, das bezieht sich ja auf die Leila kann es im Schlaf beobachten. Wir haben Toilettenpapier. Untersuchen. Unauffällig. Zurücklegen. Okay, wir haben die ganzen Krimis hier. Können Sie auch mal auf eine Runde Dr. President einladen? Ja, das sind noch Bohnen und ein paar Bohnen. Ja, das ist doch bestimmt romantisch. Ich meine, wenn man länger hier ist, ne? Ja, Delilah. Melden wir uns zum Dienst. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Ja, sehr gründlich. Natürlich. Natürlich. You Eigentlich. know, I'm gonna hike around for a while before I really put my nose to the grindstone. Yeah, you do that. Okay, now I'm ready. Let's get to work. How were those precious few seconds of jobless freedom? Oh, magical. Good. Now get to work. Ach, das war ja mal kurz. Tag 3. Tag 9. Jetzt weiß ich gar nicht, wann wir angeheuert haben. Having a nice afternoon?
Ja, und ob wir einen schönen Nachmittag haben hier, könnt ihr vielleicht für immer hier bleiben. Ja, bis gerade eben. I might never leave. Well, I called with some bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Ach du Schande. Ich lasse mich, ich habe nichts getan, das war Zufall. Ich lasse mich natürlich gern befragen. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Aha, lieber nicht. Wir sollen es besser melden. Ich weiß es nicht. I'm gonna take your silence as maybe we just don't say anything. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Fuck. Wir saßen da übrigens gerade an dem Übergang, ne? Zwischen, über den. Henry? Henry, wake up. Okay. Jetzt wird's ja. Get out of bed and pick up the radio. Ja, Tag 15. Ja, was ist los? Nehmen. Mal gerade gucken. Kann man bei ihr Licht sehen? Würde mich mal interessieren. Ich sehe es gar nicht. Ihr Turm ist weg. Das will sie mir sicher mitteilen. Der ist doch da, der Turm, oder? Ja, komm. Ich nehme mal das Funkgerät. Hallo. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Sprich mit Julia? Hi Julia? Hi, Jules. Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Es ist gut hier. Mir geht's gut und dir? Ja, mir sure. geht's gut. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Mm-hmm, sure. Bye, baby. Tag 33. Die Dinge entwickeln sich, ich wollte sagen, dynamisch. Also die Tage sind kürzer. Ich brauche immer noch eine Karte. Besorge Vorräte. Ist es zu viel ein Pain in the ass, to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Ja, und das konnte ich jetzt gerade wieder nicht lesen. So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. Ich sollte nicht hier sein, doch bin ich. I am. Good. I'm glad. Oh, look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier.
Ugh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine, he'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that, it'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied and told my sister he fucked our neighbor. I've just lied about it for over 10 years. And, for some reason, I wanted you to know. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Wir haben es beide verbockt, weiß ich nicht, es waren ja auch immer die Umstände. Ich meine, wir sind im verbrannten Wald, ne? Sind ja immer die Umstände auch. Also, dass der Bruder gestorben ist, dafür kann sie ja nichts und dass Julia Demenz bekommen hat, ja, der verbrannte Baum, den kennen wir, guten Tag, hallo, dafür kann Henry nichts. So, ich muss trotzdem auf die Karte gucken. Ja, check. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Doch, hier sind wir runtergelaufen, das ist der verbrannte Wald, aber wir hätten ja auch da hinten rüber gehen können. Jo, Supply Drop, kennen wir doch schon. Weil wir neugierig waren, kennen wir den schon. Deswegen wird die Folge auch nicht so spannend. Aber irgendwie, außer in der Story, wie schön die blauen Berge. Das sollte Jules mal sehen. Aber außer in der Story, die so erzählt wird, ist ja eigentlich nicht viel passiert. Also wir haben den Fremden nicht wieder gesehen, obwohl ich da jede Sekunde mit rechne. Das ist dieser Tus, ne? Tus, tralala Point, ne? In dieser Ork-Map. Der ist doch ganz im Norden. Könnte sein, sieht aus wie ein Zahn. Ja, mit ein bisschen Glück hängen unsere Seile noch. Ja, irgendwas müsste doch jetzt passieren. Die Geschichte nimmt so seinen Lauf. Mit Delilah, das Was hängt da? What's up? Das gehört da nicht hin. Die Geschichte nimmt so seinen Lauf. In dem Moment sehe ich dann dieses Seil da rumhängen. Oder ist das hier, wo wir den Rucksack gefunden haben? I'm sure. Hier haben wir den Rucksack gefunden. Wir gucken mal hier auf ne, hier hat sich nichts getan. Versteinerte Kralle. Irgendwas. Bloßer Stein. Versteinerte Kralle. Ich nehme sie nochmal. Um sie fallen zu lassen und hier wieder zuzumachen. Was ist das zur Hölle? Haben wir das übersehen?
hängt da so. Ich bin auch hier runtergeklettert. Das hätte ich auch sehen müssen. Jetzt japst du hier wieder das Mädchen. Und? Ich finde den Punkt nicht. Da ist der Leertastenbogen. Ja, hoch. Komm. Dass der aber nichts alleine macht, Henry. So, we're here. Hier war... Ah, das ist doch irgendwie... Hier hing der Rucksack. Und was ist das? Das scheint ihn in keiner Weise zu interessieren. Aber hier hing der Rucksack. Ist der hier... Der Rucksack ist weg. Gut, das kann Gründe haben. Tja, vielleicht hing das Seil auch schon da. Und wir haben es einfach nicht gesehen. Aber ich weiß es nicht. Tja, so ist das, wenn man lange in der Wildnis wohnt. Kommen wir da oben irgendwie hin? Ist das eine Option, da hinzukommen? Also mal nicht über den handelsüblichen Weg. Also die Mädchen haben sich an ihm gerecht. Dem die Leitung durchschnitten wurde. Wird ja zu den Bierdosen passen. Also an Henry gerecht. Und aber er hat nicht das Lager verwüstet. Also kommt da jemand anders ins Spiel. So lange kann das ja nicht her sein, weil das Feuer noch gebrannt hat. Ja, sonst meldet er jeden Rotz an, die leider, wisst ihr? Und jetzt nix. Hier sind wir runtergehüpst auf der Verfolgten, das weiß ich ja noch. Ist noch nicht so lange her. Und. Die Playbox müssen wir auch nicht aufbrechen, weil wir das schon getan haben. Irgendwie denke ich, wir stolpern noch über die Leichen. Das, das Böse muss ans Licht kommen. Oder wie war das noch? Öffnen. Öffnen. Two Fox, Spruce und Moose Peak. Das ist von Moose Peak und das ist Spruce Lookout und das ist Supplies. Two Fox, nehmen. Außer Dreck ist ja nichts mehr drin. Und sie bekommt es geliefert. Ich mach gerade so 13. Rückkehr zum Turm melden. Alright, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Tag 64. Ich weiß nicht, wie lange diese Saison ist. Es brennt.
row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Ein Name für das Feuer. Das große Feuer. Flapjack-Feuer. So, Delilah. No ideas, huh? Delilah's a nice name. No, you big dummy. I was kidding. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June Fire. Even though it's July. I like it. Das June Fire, okay. So there's this creek down the hill, and you know what my favorite thing to do is? Nackt baden. What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. In der Tat, das wäre was für uns, sicher. Bestimmt, wenn du dort wärst. If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Ja, hat auch nichts zu sagen. Das Junfeuer. I'm glad you're here. Ich bin auch froh, nicht allein zu sein. Ich auch. Sicher bist du das? Warum sagst du das? Warum sagst du das? Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right? In der Tat. Yeah, I think so. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. And I know you're not really available, but I want you to know, well, maybe it'd be nice to get together at the end of the summer. Look, we don't have to plan or even talk about it. I'm just having the thought. Offensichtlich war sie schon wieder an mir am Bach. Aha. Sie war ja auch betrunken. Ich auch. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, Was könnten wir tun? Wir schweigen einfach. We could just watch this fire. It's gonna burn for a long time. Und das war die nächtliche Konversation an Tag 64 und jetzt sind wir bei Tag 76. Wie lange dauert es die Saison, ne? Wahrscheinlich von Frühjahr bis Herbst, ne? Also. You're going fishing without a license? It's one fish and I'm sick of all the stuff I got to eat. I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Mhm. Problembär? Ist Problem eine Beschönigung? Does problem actually mean murderer? Like, how Charles Manson is a problem cult leader? Oh, come on. You just have to look for tracks. That's it. Yeah, well, I've seen what they can do to a tree, and trees aren't even food. Thank you, Henry. Yeah. Okay, weglegen. Halte E. Ja, das ist ja ein bisschen albern. Guck mal. Wir können gar nicht in die Karte gucken, wir müssen das Ding. Wer da zum Wilderer uns hängt, die Versorgungslage hier so ein bisschen zum Hals raus, was man verstehen kann. Das Verhältnis mit, ich weiß, mit Nachbarn nochmal, das Verhältnis mit Delilah gestaltet sich immer jovialer
Was sind auf sich gerade den Abhang hier runter gekrochen? Aber ich weiß jetzt nicht, wo war. Moment, wenn Delilah im Norden ist, dann haben wir genau in die Gegenrichtung geguckt. Dann hat sie ja beim Ruby River irgendwo gebrannt. Und hier unten waren wir noch nicht. Guck mal. Das war aber recht nah. Es war vielleicht noch vor dem Ruby River, oder? Und dieses Medicine Beer. Ich weiß es nicht. Was das ist. Also, jetzt muss ich mal gerade hier die Lage checken. Wir müssen noch gerade im Abhang runter sein. Den oder? Ach, was weiß ich. Wir gehen jetzt einfach mal zum Lake hier. Nach Westen. Ja, also wie gesagt, mit Delilah sind wir jetzt schon ein bisschen jovialer geworden und auch ein wenig am Anbänden, Flirten, irgendwie sowas. Und wahrscheinlich war sie auch wieder betrunken. Wir kennen sie ja mittlerweile. Ja, da steht noch eine Flasche Whisky. Ist das ein Fehler vom Spiel? Da liegt. Das kann doch nicht sein. Eine Flasche Whisky. Und noch Feuerwerkskörper. Ich dachte gerade, kann man das austreten? Whisky nehmen. Anschauen. Ist das ein Fehler vom Spiel? Wir packen ihn ein. Gucken den Feuerwerk. Konfiszieren, halten, ehren. Ich denke, das hat das Spiel jetzt irgendwie falsch gemacht, weil er findet es ja überhaupt nicht bemerkenswert und ich fände es bemerkenswert, wenn das wieder auftaucht. Aber gut, hier hingen die Klamotten. Wir erinnern uns, als ob es gestern wäre, aber ich habe es vor 2 Tagen, glaube ich, aufgenommen. Wir sind am See. Da ist diese Insel. Ich meine, der kaputte Stereo-Rekorder könnte ja noch da sein. Ja, wir sind da. Und wo sind wir jetzt nach? Am Seeufer. Ja, da war ja nicht viel Seeufer, was wir untersuchen konnten. Klemmbrett. Bitte was? Ein Klemmbrett? Wapiti Station. Okay. Nehmen. Untersuchen. What the, Dee, I found a clipboard down here and I, there's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on, something's out here. Henry, I'm worried. Ein seltsames Geräusch. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Was für ein Geräusch? Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Buckaroo? Oh God, I don't know why I just called you that. Aufbewahren. Wir stecken es ein. Also hier werden irgendjemand zeichnet unsere Telefonate auf, oder unsere Gespräche auf und Quelle des seltsamen Geräuschs am Canyon suchen. Ich dachte, wir suchen nach Bärenspuren.
Gut. Vielleicht suchen wir auch nach Bärengeräuschen, da liegt was. Ich habe gerade Schritte gehört, obwohl ich mich gar nicht bewegt habe. Und er macht ja eigentlich auch kein... In der Nähe ein Funkgerät. Fuck. Was ist da hin? Waren wir da schon mal? Ich erinnere mich überhaupt nicht. Ja, da liegt ein Funkgerät. Funkgerät. Link, lass das Funkgerät melden. Delilah. I found a walkie-talkie out here, too. Okay. It's going shithouse. We'll get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Will do. Okay, Quelle des seltsamen Geräuschs. I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Das waren keine Camper. Ich weiß, was ich gesehen habe. This just seems like a misunderstanding or something. Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry. I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. Was geht da vor sich? Wir sollten hier weg. Ich gehe der Sache auf den Grund. I'll hike out there and get some answers. Great. But just keep a clear head. Don't, you know, do anything crazy. Like taking a job in the middle of nowhere with literally no escape from whatever or whoever is out there? Genau so. I meant, like, kill anybody. You got it, boss. Okay, und was mir gerade einfällt ist, wenn es da Aufzeichnungen gibt, was haben wir? Wir haben es nicht hier drin. Wenn es da Aufzeichnungen gibt, dann gibt es auch Aufzeichnungen über die verschwundenen Mädchen. Die wir ja eigentlich totschweigen wollten. Was jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen makaber klingt. Wo wir schon über Tag hier sind. Gut. Well, Blick auf die Karte. Es gibt... irgendwie kommen wir... Wo, ach, da ist Wapiti Station. Stimmt, Norden ist da. Ich habe gedacht, das wäre... Ja, gut. Das haben wir da schon mal. Wapiti Meadow, Wapiti Station. Das ist also unser nächstes Ziel. Erkunde Wapiti Meadow. Das werden wir dann tun. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, es wird spannender und mysteriöser. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.